Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Handelswoche Montag, dem 24. September bis Freitag, den 28. September. Es war eine erfolgreiche Woche. Wir haben 2,8% erzielt und wir starten direkt mal mit den Kursen und fangen an mit dem Audi Schweizer Franken. Dort sehen Sie, dass wir hier long eingestiegen sind und dort rausgegangen sind. Der nächste Markt ist Euro-Australdollar. Hier sind wir short gegangen, rote Sonne, Tagesstrategie und auch hier plus 0,25%. Der nächste Markt ist Euro-Britisch Pfund. Das ist aus der Kategorie 4 Stunden Setups. Hier sind wir short gegangen, haben Re-Entry, rote Sonne und sind hier aus dem Markt ausgestiegen mit plus auch hier 0,25%. Nächster Markt ist Euro Neuseeland. Hier sind wir long gegangen, die weiße Kerze, und hier haben wir 0,25% mitgenommen. Der letzte Markt ist USD Schweizer Franken, Tagestrade. Sehen wir, den haben wir am Freitag eröffnet und er ist auch Freitag gleich direkt ins Gewinnziel gelaufen. Also Signalpfeil hier und dort in den TP. Falls Sie Hintergrundmusik hören, meine Tochter ist heute mit ins Büro gekommen, die malt hier unten und hört Musik, falls man das hören sollte. So, wir gehen jetzt mal im DAX die Boxen durch. Am Montag, den 24. September, den Eröffnungstrade hier direkt in den Gewinn gebracht. Dann haben wir den zweiten Trade, Big Number Trade, in Gewinn gebracht. Den dritten Trade haben wir hier in den Gewinn gebracht und hier dieser im zweiten in den Gewinn gebracht. Also summa summarum, wenn wir es ein bisschen kleiner machen, 1, 2, 3, 4 Trades am Montag allein nur im DAX. Am nächsten Tag, den 25. Trade Nummer 1, Eröffnungstrade in den Gewinn gebracht, Trade Nummer 2 in den Gewinn gebracht, Trade Nummer 3 in den Gewinn gebracht im zweiten und der letzte Trade hier im Trade Nummer 1, 2, 3 in den Gewinn gebracht. Am nächsten Tag haben wir am 26. hier den Eröffnungstrade gemacht und in den TP gebracht. Und am 27. haben wir hier Trade Nummer 1, 2, 3 und 4 mal den DAX getradet, auch hier in den Gewinn gebracht. Und am Freitag zweimal den DAX 1 und 2 getradet. So, der nächste Markt ist Britisch Pfund Yen. Hier haben wir News Trade gemacht in den Wirtschaftsnachrichten. Ihr seht hier an der Big Number dort den Trade in den Gewinn gebracht. Trade ist in der Kategorie Blue Box hier. Die 13er Box haben wir in den Take-Profit. So, also Trade Nummer 1, 2 hier in den Gewinn gebracht. Nächster ist Britisch Pfund US-Dollar. Dort haben wir den Trade in Nummer 3 in den Gewinn gebracht. 1, 2, ihr seht es hier. Trade Nummer 1, 2 und dann Trade Nummer 3 ist in den Gewinn gelaufen. Der letzte Markt ist dann hier im Blue Box Bereich USD Cut. Da sind wir im zweiten Trade in den Gewinn gelaufen. Und wie gesagt, Tagesergebnis insgesamt, also Wochenergebnis 2,88%. Und für den Monat haben wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Alles weitere ja in den Wochenrückblicken. Und ich freue mich auf den Montag wieder. Da geht es wieder ganz normal weiter. Wir haben Mittwoch Feiertag in Deutschland. Aber ansonsten freue ich mich schon auf Montag und Dienstag im Live-Trading-Raum und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende.